Hallihallo, Grinders Gaming hier. Die nächste Folge Stardew Valley 1.6 ist am Start. Ich bin drin. Ihr seid dabei. Ich muss mal überlegen, was wir heute so treiben werden. Auf jeden Fall muss ich noch ein bisschen herstellen für meine Sprinkler. Und zwar Eisenbarren, Goldbarren und Quarz. Ja, da mache ich jetzt noch mal kurz ein bisschen hier Gold in die Brennöfen. Dann gucke ich mal, was es hier so posttechnisch gibt. Anbauer, reiner Zufall. Mein Knie macht mir wieder Probleme. Und weißt du, was da hilft? Das verdammte Ding mit Pepperoni einzureiben. Das Problem ist, mein Vorrat geht langsam zur Neige. Wenn du eine übrig hast, schulde ich dir was, gezeichnet George. Ja, Gott sei Dank habe ich an die Pepperoni für Georgs Knie gedacht, ne? Wo ist sie denn? Pepperoni. Schön. Es regnet, finde ich auch sehr geil. Dann muss ich hier sowas von überhaupt gar nichts mit Gießen machen. Das gefällt mir sehr. Dann werde ich hier nochmal kurz ein bisschen ernten. Zack. Schön. Dann werde ich auch die Kürbisse, ja genau, rums mir den ganzen Hof kaputt, die Kürbisse da reinwerfen, die Pilze mal hier aus den Baumstämmen rauspopeln. Das ist alles Gemeinschaftszentrum, das muss ich noch hinbringen. Die Bäume hatte ich schon geerntet, genau. Ah, da hängt Moos. Sehr schön. Da oben auch. Da sehe ich doch schon vor weitem. So. Schön. Ja, dann gehen wir jetzt kurz in Städtle, bringen Georg sein Pepperoni. Das Moos muss ich noch irgendwo unterbringen. Hier habe ich Moos. Sehr schön. Gut. Und die anderen Pilze und die Sommerkürbisse verkaufe ich jetzt. Zack. So. Schön. Ich weiß auch gar nicht genau, wo ich dran war. Ich glaube, ich wollte... Das wäre jetzt vielleicht auch gar keine schlechte Idee. Ich habe 15.000 auf der Seite. Vielleicht lasse ich mir die Lagerhalle bauen. Wäre vielleicht eine Idee. Ist ja eigentlich erstmal egal, wo ich die hinstellen lasse. Ich kann sie ja verschieben lassen, soweit ich weiß. Das ging ja in Stardew Valley. Ist heute noch irgendwas? Nee, ist nichts mehr. Okay. Stopp. Hier. Ich hätte gerne Erdkristall auf meinem Regal. Bitte komm irgendwann heute damit vorbei, gezeichnet Robin. Nehmen wir an. Da bekomme ich wieder ein Ticket. Ich wollte ja eh noch zu Robin. Erdkristalle müsste ich eigentlich welche haben. Und die Pepperoni für Georges Knie. Hast du hier ordentlich Zeit gelassen? Nun, zumindest ist sie gut und scharf. Danke. Ordentlich Zeit gelassen. Ich habe den Brief heute bekommen, bin gleich los. Aber ja. Sehr sympathischer Mensch. Also stopp. Alex mag Blumen, ne? Oh, der hat schon zwei Geschenke bekommen. Wie nett, danke dir. Ich bin aufgewacht und habe irgendwo einen Tropfen gehört. Ich denke, das Dach könnte undicht sein. Früher wäre George sofort aufgesprungen und hätte es repariert. Ja, das mit aufspringen und sofort reparieren wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Hey, du wirst bei der ganzen Hofarbeit sicher ganz schön stark. Vielleicht wirst du irgendwann meine Stufe erreichen. Das wäre doch ein gutes Ziel, was? Warum machst du so ein Gesicht? Hier ist mein Schwert. So. Soll ich dem George jetzt eine Blume schenken? Das ist ein furchtbares Geschenk. Okay. Es ist furchtbar kalt, oder? Was für ein dämlicher Tag. Hier ist mein Schwert. Der hat wieder richtig gute Laune. Guck du weiter deine Sendung. Oh, Shane. Hallöchen. Shane mag doch, glaube ich, auch Melonen, oder? Das ist großartig, danke. Dieses Wetter macht mich durstig. Dann hol dir mal ganz schnell ein erfrischendes Wasser, mein Freund. Ich bitte darum, dass du dir ein Wasser holst, nichts anderes. Okay, vielleicht auch ein Energy Drink oder ein Eistee oder eine Limo, geht auch klar. Aber nichts anderes, bitte. Wäre nett. So. Jetzt hole ich mir den Erdkristall für die Robin. Müsste ja auf jeden Fall welche haben. Wo sind sie denn? Hier. Ja, wunderprächtig. Sie wollte ja nur ein. Gut, ich muss aber Holz mitnehmen, ne? Habe ich überhaupt genug Holz? Ich glaube, es waren drei, waren es 300 oder 500. Ich nehme mal 460 mit. Falls was fehlt, hole ich unterwegs noch ein bisschen Holz. Und dann lasse ich den Lagerschuppen hier oder hier hinstellen vorerst und dann werde ich nachher das Zeug hier ein bisschen hin und her bewegen. Das ist der Plan.
Und wenn ich den Lagerschuppen habe, kann ich auch anfangen, meine ganzen Kisten zu bauen und zu sortieren und Schilder hinten dran zu stellen. Ja, das mache ich erst, wenn ich den Schupper habe. Davor mache ich das nicht. Das artet sonst hier nur in Chaos aus. Sonst muss ich nachher die ganzen Kisten wieder abbauen und woanders wieder aufstellen. Hofgebäude errichten. Ein Schuppen bauen. 2 Tage. Perfekt. Ja, passt der? Der passt ja sogar hier hin. Ich stell. Warum geht das nicht? Geht das jetzt nur nicht wegen der Grünfläche da? Dann stelle ich den hier hin, damit ich dann hier irgendwie besser umräumen kann. Ich stelle. Menschenskinder, ist das nervig, dass das nicht geht hier? Hör mal. Geht's noch? Obwohl, ich könnte den auch hier hinstellen. Das Gewächshaus passt hier locker hin, wenn ich das Zeug hier wegräume. Ich stelle ihn jetzt einfach hier hin. So. Perfekt. Okay, ich werde morgen früh damit anfangen, an deinem neuen Hofgebäudeschuppen zu arbeiten. Freut mich. Jetzt bekommst du noch deinen Erdkristall, gute Dame. Hallo, reiner Zufall. Also hast du mein Gesuch gesehen. Den Aushang? Vielen lieben Dank. Hier, deine Bezahlung, wie versprochen. Der Regen hält mich nicht davon ab, meine Arbeit zu erledigen. Obwohl es nicht gerade angenehm ist, mit durchnässtem Holz zu arbeiten. Hier ist mein Schwert. Ja, durchnässtes Holz ist nicht so geil. Oh nein. Mir ist gerade was eingefallen. Oh nö. Ich weiß ja, was ich mit dem Gold eigentlich machen wollte. Ich wollte ja gar keinen Schuppen bauen. Ich wollte ja eigentlich den Dehydrierer kaufen, aber jetzt ist zu spät. Egal, wenn der Schuppen steht, habe ich auch einen Platz für die Dehydrierer, also alles gut. Das Gold haben wir schnell wieder zusammen. Wir bekommen nochmal eine Ladung Melonen und Blaubeeren raus, bevor der Monat rum ist. Das passt doch alles. So, jetzt muss ich gucken. Einmal muss ich zum Färbemittel, glaube ich. Ja. Das dürfte stimmen. Oder? Ne, hier, Feldforschung. Zack. Genau. Färbemittel war die Entenfeder. Jetzt gucke ich aber am besten mal nach, wo ich mit dem anderen Zeug hin muss. Handwerksraum, glaube ich, ne? Genau, Handwerksraum sammeln Exoten. Und der Handwerksraum ist unten. Das ist die Speisekammer. So langsam habe ich es verinnerlicht, aber nur ansatzweise. Kann sich immer noch ändern. So. Bündel komplett. Das ist doch schön. 5-mal Herbsthülle. Sehr schön. Dann fehlen mir hier nur noch die Wintersammeldinger, die Konstruktionsdinger und die Herbstsammeldinger. Und dann können wir die Brücke reparieren lassen. Da bin ich auch mal sehr gespannt, weil ich habe ja schon einen Kommentar bekommen, dass wenn die Brücke zum Steinbruch repariert ist, dass ich dann wahrscheinlich an oder anscheinend nie wieder Probleme haben werde, an Kohle ranzukommen. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was da los ist seit dem Update 1.6. Ob es da jetzt irgendwie eine gute Ding gibt, um an Kohle zu kommen. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. So, die Joja-Cola schmeiße ich mir in den Kopf. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich habe echt überhaupt gar keine Ahnung, ob es da was Spezielles gibt. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier noch das Ding einlösen, mir den Tee gönnen. Da kriege ich 4 Einmachfässer. Ist das geil. Oh mein Gott. Ein ganz besonderes Geschenk, über das sich jeder freuen würde. Das behalte ich für Pennys Geburtstag. Das wird ganz, ganz speziell. Wann hat sie denn Geburtstag? Och, der 2. im Herbst ist ja perfekt. Das ist bald. Also, wer es nicht weiß, dieser Tee ist ein geliebtes Geschenk für wirklich alle. Bringt, glaube ich, immer 2 Herzen. Und am Geburtstag sogar 4, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich ihr das Ding am Geburtstag schenke und ihr davor noch ein paar Geschenke bringe, ist sie auf 8 Herzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, habe ich Penny schon gemaxt. Das heißt, ich habe nachher, ich kann hier Penny nachher hier dieses Amulett bringen. Apropos Amulett, da könnte ich mal kurz gucken gehen. Könnte ich ihr dieses Amulett bringen, ohne dass ich überhaupt das Haus so weit ausgebaut habe, dass sie bei mir einziehen kann? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ich muss dringend ein bisschen Kohle auf Seite legen. Ich muss den Dehydrierer kaufen und das Haus upgraden.
Ich glaube, ich kann das Amulett noch gar nicht kaufen jetzt, ne? Alter Seemann, ich habe dieses alte Amulett zu verkaufen, aber irgendetwas sagt mir, dass du nicht bereit dafür bist, Bursche. Genau, stimmt. Nee, man muss erst auf 8 Herzen sein, dann kann man das holen. So rum war das. Okay. Schön. Dann nehme ich jetzt hier noch ein bisschen was mit, was ich alles verkaufen werde. Ja, passt. Die Wicke behalte ich. So. Dann mal schnell zurück auf den Hof. Mit dem ganzen Zeug. Alles in die Kiste schmeißen. Das Holz natürlich in die Lagerkiste. Und da muss ich überlegen, was wir machen. Gehe ich noch mal ein bisschen in die Mine? Weil ich habe ja jetzt noch einen Haufen Energie offen. Oder gehe ich ein bisschen Holz fällen. Bäume fällen, Holz machen. Wär auch mal nötig. Oh. Schwierig. Also ich brauche definitiv Holz, wenn ich noch Lagerkisten bauen will. Das weiß ich auf jeden Fall. Da komme ich nicht drum rum. Jetzt habe ich das einsortiert. Ja, dann bleibt es einsortiert, fertig. Es wird verkauft hier. So. Außerdem brauche ich ja fürs Gemeinschaftszentrum noch so 198 Holz, 99 Steine und 10 Hartholz. Steine habe ich, Hartholz nicht. Da habe ich ja schon verballert für die Baumstümpfe. Das Holz reicht auch nicht. Ja, wann mal jetzt? Ich hätte schon Bock in die Mine zu gehen. Noch ein bisschen zu pushen da drin. Oh, ich habe Holz bekommen. Hat der Blitz mir hier einen Baum kaputt gedöffelt oder was? Oh. Ich gehe jetzt heute einfach nochmal in die Mine fertig. Warum nicht? Noch ein bisschen pushen. So. Gott sei Dank habe ich wieder vergessen, dass die Lore repariert ist. Wie immer. Oh Mann. Genau wie ich. Wie ich in der, ich weiß nicht mehr, vorletzten Folge oder so vergessen hatte, dass meine Gießkanne geupgradet ist. Und natürlich habe ich es prompt in den Kommentaren zu hören bekommen, ne? Von euch. So, warum benutzt du denn die Gießkanne einzeln auf jedem Feld, wenn du sie geupgradet hast? Ja, das liegt daran, weil ich bin, wie ich bin und ich mir sowas halt einfach nicht merke. Ja, das ist der einzige Grund. Genau deswegen. Ob sich das jemals ändern wird, weiß ich nicht. Kann nichts für, ich bin so. Oh, euch klopfe ich alle noch weg hier. Nein, 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 nicht getroffen. Autsch, blöder Schleim. Hör auf. Geh weg. So. Nächste Ebene, da ist noch ein Tintenkind. Ich habe mir hier noch einen abgeeiert wegen der Aufgabe und jetzt kommen die hier so locker flockig angeäumelt und sind hier unterwegs. Das gibt's ja gar nicht. Naja, ich will mich nicht beschweren. Ich habe die Aufgabe ja geschafft. Ist ja alles gut. So, nehmen wir uns noch ein paar Steinchen mit und dann hüpfen wir gleich auf die nächste Ebene. Wir haben ja die Aufgabe sowieso, ne? Bis zum Grund der Mine, genau. Kriegt man ja automatisch. Erst muss man, glaube ich, Ebene 5 und dann 20 oder 40 und dann zum Grund. Dispastro. Wie schaut es eigentlich mit unseren Skills so aus? Minenarbeit ist auf Stufe 6. Fischen Stufe 4. Ich muss dringend mal ein bisschen angeln. Was auch mal keine verkehrte Idee wäre, wenn es regnet. Wegen so ein paar Spezialfischen, die es nur während dem Regen gibt. Aber das Gemeinschaftszentrum kriege ich in Jahr 1 eh nicht fertig gebaut. Also muss ich mich auch gar nicht rumhetzen. Ich mag es eh nicht, mich rumzuhetzen. So. Ein Teleport-Totem für den Hof. Sehr schön. Das werde ich heute Nacht einfach verwenden. So. Da ist noch ein Tintenkind. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Guck mir wenigstens eine Tinte aus. Oder eine Bombe. Geht auch. Dankeschön. Sehr nett von Ihnen. Nee, noch eine Leiter. Kann ich wieder hier aussuchen, welche Leiter ich nehmen will oder wie? Das ist ja nett. Das ist ja sehr nett. So, raus mit der Bombe. Bombenstimmung. Oh nein, da fällt mir gerade was ein.
Ah, nee, ich hätte die verwenden können, um zum Zwerg zu kommen. Ich Eumel. Naja, vielleicht finde ich noch mal eine. Für den Zwerg, da muss man ja entweder den Stein wegsprengen. Also das war mal so, vielleicht ist es auch anders. Normalerweise war es so, dass man entweder den Stein wegsprengt mit einer Bombe oder die Spitzhacke so weit upgradet, dass man den Stein kaputt kloppen kann. Und dann kann man zum Zwerg. Und da ich die Zwergenschriftrollen schon habe, müsste ich mich eigentlich mit dem Duderino auch unterhalten können. Das ist ja der Sinn von den Zwergenschriftrollen. Aber dann habe ich wieder schön versemmelt hier. Aber ich habe ein paar neue Ideen, über die ich schlafen kann. Das ist auch nicht verkehrt. Da freue ich mich eben darüber. Was für Ideen denn? Wahrscheinlich ein Kampflevel-Up. Glaube ich auch. Also angeln wird es nicht gewesen sein. Definitiv nicht. Wäre ein bisschen schwierig in der Mine zu angeln. Also auf der Ebene hier. Muss irgendwas futtern. Ich glaube, ich hau mir so eine Herbstfülle in die Birne. So. Schmackofatz. Oh, da ist Kohle. Sehr schön. Kann ich auch brauchen. Hör doch auf, mich so anzuspringen hier. Sauerei. Ihr geht auch mal weg. Corona schleudern. So, her mit der Kohle. Weg. Lass mich in Ruhe, ich will nichts kaufen. So. Noch ein paar Steinchen abgreifen. Noch eine Fledermaus. Du kommst ein bisschen zu spät zur Party. Die ist schon rum. Du kannst gehen. Ich höre noch eine Fledermaus. Ah, hör da auf. Jetzt hört halt mal auf, geht wieder weg. Oder ist ein Leiter, stimmt. Die Fledermausflügel hatte ich schon abgegeben. Ja, hatte ich. Bleiben auch schon in dem Fall. Gut. So, Ebene 99. Bis 100 schaffen wir wahrscheinlich noch. Also ich gehe stark davon aus, dass wir es schaffen werden. Ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen pushen. Hallöchen Schleim. Oh, ein 128er Crit. Hey, sag mal, geht's noch? Hör mal auf. Bin ich selber schuld. Oh, so. Ach, übrigens, um noch ein im Inventar von euch, genau. Um noch einen Kommentar von euch zu beantworten. Nein, ich habe immer noch kein Glühring oder Glitzerfunkelring gefunden. Ich habe lediglich einen kleinen Magnetring und einen Magnetring. Ich habe immer noch keinen Leuchtering oder Glühring oder wie der heißt, der ein bisschen Licht macht in der Mine. Habe ich nicht. So viel Pech habe ich, dass ich den immer noch nicht gefunden habe. Aber vielleicht kann ich sowas auch herstellen. Kann ich. Oh stimmt, ich habe Solaressenzen. Ich kann den herstellen. Oh, ha, 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 ha. Doch, das wäre machbar. Das wäre machbar. Aber man kann den ja auch finden und gefunden habe ich so einen noch nicht. Da muss ich mir halt einen herstellen. Autsch. Was mache ich denn? Wieso haut Rainer gegen die Wand? Was ist mit dir verkehrt, Rainer? Was stimmt mit dir heute nicht? Wird doch noch ein bisschen knapp mit der Mine hier, wenn ich nicht bald eine Treppe finde. Ah. Wer vom Teufel spricht. Ach, die Sternfallfrucht stimmt. Geil. Mehr Energie. Hatte ich schon verdrängt, dass man die auf Ebene 100 kriegt. Sehr gut. Du hast eine Sternfallfrucht gefunden. Dein Verstand ist voller Gedanken an Katzen. Deine maximale Energie wurde erhöht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir. Gut, dann gehen wir jetzt raus hier. Hüpfen in die Lore. Stopp, ich will mal auf den Stein draufhauen da. Spitzhacke ist noch nicht stark genug, um das zu zerbrechen. Mhm. Kann ich Bomben herstellen? Kann ich auch mit Eisenerz. Ich habe nicht genug dabei. Ich will das probieren. Ich mache das jetzt noch schnell. Ich fahre zur Bushalte. Mach mir den Glühring, wenn es klappt. Müsste ja eigentlich gehen. Ich glaube, ich habe schon genug Eisenbarren rumliegen dafür, oder? Wird sich gleich zeigen. Was war das?
Was zur Hölle war das? Was hat hier so komische Geräusche auf meinem Hof gemacht? Ich brauche auf jeden Fall... Was war es jetzt? 5? 5 Eisenerz und 1 Kohle. Für ein Bömpchen. Und dann war es 5 von denen. Und 5 von denen, oder? Ja. Der Glühsteinring ist fertig. Schön. Dann mache ich den kleinen Magnetring weg. Und jetzt habe ich ein bisschen Licht um mich. Ist das schön. Schön, 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 schön. Perfekt. Der bleibt mal hier. Kann ich nämlich leider nicht verkaufen. Muss ich in die Abenteuergilde für. Dann muss ich jetzt auch wieder ein paar Eisenbarren herstellen. Aber das ist ja auch gar kein Problem. So, und jetzt gehe ich mal kurz da oben was in die Luft sprengen. Und dann will ich unbedingt noch rausfinden, was da auf meinem Hof gerade kaputt gegangen ist. Mine. Bombe. Zündung. Entdeckung. Sehr schön. Perfekt. Jetzt habe ich leider nichts dabei, was ich ihm schenken könnte. Obwohl, vielleicht. Du bist ein Spion der Schattenmenschen, oder? Ich behalte dich im Auge. Zwergensicherheitshandbuch. Bomben verursachen 25% weniger Schaden an dir. Das ist ja cool. Genau, hier gibt es noch die Sammlervogelscheuche. Der hat noch ein Bodenrezept. Dekozeugs. Die Bergarbeiterleckerbissen sind auch nicht schlecht. Und die Bomben natürlich. Knoblauchöl, Lebenselixier ist auch nicht verkehrt. Ich schenke dem jetzt mal ein Blümchen, vielleicht mag er's. Ah, das erinnert mich an zu Hause. Das freut mich. Dann bin ich wieder weg. Tschüss. So, hätten wir den Zwerg freigeschalten. Ebene 100 erreichen der Mine. Die den Lagerschuppen in Auftrag gegeben. Ich war schon wieder fleißig heute, Menschenskinder. Das gibt ja gar nicht. Das gibt ja gar nicht. Aber jetzt würd mich noch interessieren, wo es hier gescheppert hat vorhin. Was ist hier denn kaputt gegangen, Mensch? Aha. Da. Mann, ey. Blödes Gewitter. Jetzt muss ich aber ins Bett. Aber ganz flott. So. In die Haier. Katze liegt vor dem Kamin rum. Sehr schön. Gute Nacht, Katze. So. Kampfstufe 6. Neues Herstellungsrezept Schleimeierpresse. Neues Herstellungsrezept Knoblauchöl. Perfekto. Und Lebenspunkte habe ich auch bekommen, glaube ich. Ich habe es nur nicht gelesen oben. 5 LP wahrscheinlich. Perfekt. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Und wir haben immer noch Gewitter. So, Katze streicheln. Heute ist auch nichts los, ne? Ist erst morgen der Buchhändler, übermorgen tanzt der Mondlichtquallen. Okay. Sehr schön. Und alles erntebereit hier. Perfekto, liebe Leute. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bin für heute raus. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Danke für euren Support. Ihr seid mega geil. Ich hoffe, ihr werdet jeden Tag einen Ticken geiler. Es würde mich megamäßig freuen. Genau wie es mich megamäßig freuen würde, wenn das Gewitter aufhören würde und ihr Likes, Kommentare, Abos da lasst, das Glöckchen aktiviert und auf dem Kanal vorbeischaut. Aber das ist wie immer alles freiwillig. Ich zwinge euch nicht dazu. Ich wünsche euch eine megamäßig geile Zeit. Wir hören uns. Haut rein. Ciao, ciao.